Kann schon sein, Denise. Können wir kurz reden? Ist es wegen gestern? Findest du wirklich, dass es ein fauler Kompromiss war, den wir unsere Liebe geopfert haben? Lass es uns einfach vergessen, ja? Wir hatten keine Wahl. Wir haben uns so verhalten, wie wir dachten, dass es richtig wäre. Also gut. Ja, ich glaube, dass das, was mit uns passiert, ein fauler Kompromiss ist. Aber wahrscheinlich ist es die einzige Möglichkeit, die lebbar ist. Ich hoffe, wir haben uns richtig entschieden. Ja. Wie geht's deiner Mutter? Ach, keine Ahnung, ich habe sie heute noch nicht gesehen. Sie muss schrecklich verzweifelt sein. Allerdings. Ich traue mich überhaupt nicht zu ihr. Wieso nicht? Weil ich nicht weiß, was ich ihr sagen soll. Was kann man überhaupt sagen in so einer Situation? Mein Gott, warum muss noch alles so kompliziert sein? Warum habe ich das gestern eigentlich bloß alles gesagt? Ich kann doch an unserer Situation sowieso nichts mehr ändern. Alles, was ich noch tun kann, ist lernen, mit der Situation umzugehen. Na du? Darf ich? Eigentlich los, Mama? Nichts. Mach dir keine Sorgen. Und warum warst du da nicht beim Frühstück? Ich hatte keinen Appetit. Was ist denn zwischen dir und Papa? Dein Vater und ich, wir haben uns ein bisschen gestritten. Das kommt vor, wenn man schon so lange miteinander verheiratet ist. Und weswegen habt ihr euch gestritten? Das ist nicht wichtig. Scheint ja wohl doch wichtig zu sein. Sonst wärst du ja nicht so traurig. Zwischen Männern und Frauen gibt es manchmal Missverständnisse. Verstehst du? Dann ist man eine Zeit lang traurig und danach ist alles wieder gut. Nein, ich verstehe das nicht. Ihr wart doch so glücklich. Geht das jetzt alles wieder von vorne los? Ach, bestimmt nicht. Musst du nicht in die Schule? Ja, bis zur zweiten. Und was für Stunden hast du? Mathe, Bio. In Mathe bist du in letzter Zeit schon viel besser geworden, hm? Du willst ja nicht wirklich mit mir über Mathe reden, oder? Nein. Nein. Was immer Papa gemacht hat, ich bin immer für dich da. Sophie. Wenn ich dich nicht hätte. Schon gut, Mami. Kann ich dich jetzt alleine lassen? Geh ruhig. Mist, verdammter. Ist das nicht so schlimm? Mich nervt das. Du bist heute nicht so gut drauf. Vollkommen neben der Spur. Willst du dich nicht einen Moment setzen und darüber reden?
wegen Markus. Hm, habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe mir gestern den ganzen Tag eingebildet, dass er sich nicht bei mir meldet, weil ihm irgendwas passiert ist. Georg hat einen Bekannten am Flughafen angerufen, der dann rausgefunden hat, dass Markus seine Rückreise noch gar nicht angetreten hat. Markus ist noch auf Madeira? Da habe ich sofort gedacht, der hockt auf der Insel und kann nicht weg, weil er krank ist oder meine Ankunft plant. In den schönsten Farben habe ich mir ausgemalt, wie er die ganze Zeit an mich denkt. Wie kann man sich nur so viel vormachen? Lass dir keine Vorwürfe machen, weil du gehofft hast. Wenn die Hoffnung so unbegründet ist wie bei mir schon. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bei mir stirbt sie seit gestern Nacht. Ich kann einfach nicht mehr an die Liebe glauben. Ich glaube noch immer an die Liebe. Aber vielleicht hat sie nicht immer eine Chance. Hallo Matthias. Hallo Oliver. Sie ist mitgenommen aus. Ist bei dir alles in Ordnung? Ach, leider nein. Nichts ist in Ordnung. War wieder was mit Bianca? Nein. Nein, es ist meine Familie. Sie bricht auseinander. Als Judith gestern hier war, schien noch alles in Ordnung zu sein. Judith weiß auch nichts davon. Was ist denn passiert? Meine Mutter hat meinen Vater mit Kathi erwischt. Kathi? Kathi Neubauer? Mhm. Biancas Cousine? Mhm. Das war schrecklich. Wusstest du davon? Natürlich nicht. Und jetzt, wie geht deine Mutter damit um? Gestern war sie ganz schön fertig. Und heute? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ach, ich habe mich so für sie gefreut, als ich von dir gehört hatte, dass zwischen ihr und deinem Vater alles so gut läuft. Wir haben uns alle gefreut. Aber dann habe ich einen Streit mit angehört zwischen den beiden. Ich glaube, Mutter war noch nie so verzweifelt. Das hat sie nicht verdient. Sie ist so eine tolle Frau. Und trotzdem geht mein Vater fremd. Das tut mir aufrichtig leid. Ich muss die ganze Zeit dran denken, wie es wohl gewesen wäre, wenn Judith auf so einem Weg von Bianca und mir erfahren hätte. Gott sei Dank hat sich das zwischen dir und Bianca mittlerweile ja geklärt. Mein Vater hat zu meiner Mutter gesagt, dass eine Frau einem Mann nicht genügen kann. Glaubst du das auch? Ich denke, wenn zwei füreinander bestimmt sind, dann können sie auch für immer miteinander glücklich sein. Was erlaubst du dir, mich zu Hause warten zu lassen? Du stehst immer noch in einem Arbeitsverhältnis. Ariane, ich verstehe nicht, was willst du? Du bist meine Angestellte. Und als solche hast du pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Und wenn du krank bist, dann hast du dich gefälligst bei mir abzumelden. Ich dachte nur, unter diesen Umständen... Du sollst nicht denken. Welche Umstände wohin führen, das bestimme immer noch ich. Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Tage lang Gras über die Sache wachsen lassen. Das könnte dir so passen. Du hast einen Job. Und wenn dir an dem was liegt, dann solltest du ganz schnell mal in die Gänge kommen. Ich ziehe mir nur mal schnell was anderes über. Ich gebe dir 5 Minuten. Heute so spät? Ich habe erst zur zweiten. Na dann, viel Spaß. Sag mal, Papa, was ist eigentlich mit dir und Mama? Was soll da sein? Mama sieht so traurig aus. Ach, du kennst doch deine Mutter. Sie hat ihre Phasen. Manchmal geht es ihr gut und dann wieder schlecht. Mach dir keine Gedanken. Ich mache mir aber Gedanken. Schließlich geht es um unsere Familie. Deine Mutter und ich haben Probleme. Aber das ist nichts, was dich beunruhigen müsste. Tut es aber. Wir werden unser kleines Problem schon lösen, so wie wir immer alle Probleme gelöst haben. Heißt das Problem zufälligerweise Maren Heimann? Sophia. Aber ich bin kein kleines Mädchen mehr und ich möchte auch nicht, dass du mich wie eines behandelst. Also gut, nur um dich zu beruhigen, es geht nicht um Frau Heimann. Das ist gut. Trotzdem. Wer oder was es ist. Bitte steh zu Mama. Später, Papa.
Bis später. Ich bin soweit. Zur Arbeit in einer Stiftung gehört eine innere Einstellung. Ein Commitment. Das kann man von dir offensichtlich nicht erwarten. Dieses Missverständnis zwischen uns beiden tut mir wirklich leid. Aber ich bin unserer Stiftung sehr verbunden. Sie bedeutet mir genauso viel wie unsere Freundschaft. Dass du jetzt von Freundschaft redest, das finde ich geschmacklos. Du hast unsere Freundschaft missbraucht. Ariane. Nichts, Ariane. Du hast dich zwischen mich und meinen Mann gedrängt. Ich habe es nicht absichtlich getan. Ich habe so versucht, dagegen anzukämpfen, aber ich konnte nicht anders. Alexander auch nicht. Unsere Gefühle waren einfach stärker als wir. Red doch keinen Quatsch. Alexander hat keine Gefühle für dich. Wie kannst du nur sowas sagen? Weil er es mir erzählt hat. Du bildest dir doch nichts ein auf diesen einmaligen Ausrutscher. Einmaliger Ausrutscher? Das hat er gesagt? So sieht die Realität eben aus. Du wirst dir wohl einen anderen suchen müssen. Ich kann nicht glauben, dass er sowas gesagt hat. Alexander und ich sind schon lange zusammen. Bitte. Das muss er dir doch erzählt haben. Das lügst du dir doch bloß zusammen. Ich kann nicht glauben, dass er es dir nicht gesagt hat. Willst du damit behaupten, dass Maren damals doch recht hatte? Wovon redest du? Sie hat damals doch behauptet, dass ihr eine Affäre habt. Nein, es fing erst kurz danach an. Kurz danach? Ich war damals so verstört, dass du mich ohne Grund beschuldigt hast, etwas mit Alexander zu haben. Das war damals sehr unfair von dir. Was redest du da? Ich war enttäuscht. Dein Misstrauen hat mich zutiefst verletzt. Alexander ging es übrigens genauso. Weißt du, du bist an der Situation fast ein bisschen mitschuld. Hör auf. Ich will das nicht hören. Als du mir diese schrecklichen Vorwürfe gemacht hast, da musste ich einfach mit jemandem reden. Und dann ist es passiert. Ich wollte es nicht. Keiner wollte es. Aber wir haben uns einfach ineinander verliebt. Es wurde von Tag zu Tag intensiver. Nicht nur in sexueller Hinsicht. Ich kann einfach nicht dagegen ankämpfen. Ich liebe Alexander. Unter diesen Umständen willst du jetzt sicherlich meine Kündigung. Ich bin dir auch nicht böse. Ich habe in Banksachen einiges dazugelernt. Vielleicht kann ich ja jetzt bei Alexander arbeiten. Versenkt. Gehst du heute gar nicht ins Büro? Nein, ich bin zu durcheinander. Selbst wenn ich arbeiten würde, es würde nichts bei rauskommen. Hast du meine Mutter gesehen? Sie ist nicht in ihrem Zimmer. Nein, tut mir leid. Vielleicht geht sie ein bisschen spazieren. Du fällst mir gar nicht. Ich habe das Gefühl, es kommt alles auf einmal. Ich weiß einfach nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Wie kann ich meinen Vater verurteilen, wenn uns beiden dasselbe passiert ist. Entschuldige, ich will dich nicht noch weiter mit meinen Problemen belasten. Du belastest mich nicht. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin da. Danke. Danke für das Angebot. Egal, wo wir jetzt stehen, ich werde immer für dich da sein. Ich werde immer für ihn da sein. Ihn zu lieben, kann ich nicht verlernen.